Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Regrowth. Folge 2 möchten wir sein. Ja, ich habe noch schnell den Raum hier fertig gemacht. Ein paar Tische reingestellt. Das ist sozusagen jetzt unser kleiner Crafting-Raum. Wird auch irgendwann AE reinziehen und so weiter und so fort. Wir haben mal den Gang noch fertig gemacht. Und jetzt werden wir mal ein bisschen mehr zusammen machen. Weil sonst wird es ja irgendwann langweilig, wenn ich alles schon vorher durchziehe. So, als erstes brauche ich ein paar Steine. So, ich nehme mal ein paar mit. 3 Stacks müssten jetzt eigentlich hoffentlich reichen. Habe ich... Nein, da habe ich nichts mehr drin. Dann nehme ich mir nämlich nochmal ein Stack Steine vor. Die haue ich hier rein. Dass die gleich mal durchbrennen. Genau. So. Also. Das haben wir ja schon soweit erklärt. Das heißt, hier kommt dann irgendwann so ein kleiner Fluss rein. Der wird dann auch irgendwann mal von oben gespeist oder so. Damit die Monster uns halt nicht sozusagen einfach angreifen können von der Seite. Das ist eigentlich nur Schutz. Vor allem, wenn diese doofen Katzen kommen. So, wir haben jetzt das ein bisschen da. So, dann machen wir damals gleich drauf die Large Cobblestone Tiles. So, dann habe ich jetzt 2, 4, 6, 7. So habe ich von den, ja, die habe ich noch einstecken. Aber brauche ich auch gleich wieder frische. Das sind jetzt eigentlich so meine, sozusagen meine Hauptblöcke. Das wird nicht, oder? Ja, schauen wir mal. So. Sonst habe ich da einen Denkfehler drin. 1, 2, 3, 4. Ja. Das kommt mal weg. 1, 2, 3. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir hier. Ich glaube, ich habe da wirklich. Doch, ich habe da einen Denkfehler drin. 1, 2. Ja, weil da kommt jetzt dann sozusagen ja dann die Erde hin. Muss noch schnell. Das heißt jetzt dann, da ist definitiv ein Denkfehler drin. Dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Das ist... schmeichelt, aber ich habe mir doch gedacht, dass da irgendwas mit dem Pfosten ist. So, okay. Dann kommt ja hier auch noch einer. Dann wird es nämlich jetzt auch ein bisschen kleiner. Wie gesagt, interessant wird es ja jetzt dann auch erst. Da hole ich jetzt mal gleich dieses kleine Feldteil da raus. Der war hier. So, von AgriCraft, das hole ich auch gleich mit. Okay. Das heißt, ich kann da auch gleich meine nächsten Slabs machen. Ich
dass man das dann auch weiter durchzieht. Ja, was habe ich vergessen? Die Erde, ich. Knalli. 33, das könnte es, ja, das könnte gerade aufgehen, aber. Besser wäre das so. Okay, dann habe ich jetzt das, dann habe ich jetzt das. Das Buch habe ich auch einstecken. Auch Erde habe ich gesagt. Nehme ich mal ein paar mit. Die Erde wird ja dann sozusagen demnächst umgearbeitet. So, und dann hätte ich gesagt, ich nehme mal schnell den Seed mit, weil der schaut nach aus, als wäre da schon mehr. Wassereimer habe ich dabei, weil ich kann ja erst ab dem Zeitpunkt die bessere Erde benutzen, weil ich sie habe. Ne? Ist ja klar. Irgendwie. Okay. So, dann habe ich ja jetzt dann hier den Pfosten. Dann wird das jetzt so gelegt. Ah, dann kommt der da wieder weg. Brauche ich doch noch mal Steine. Dann muss ich jetzt auch schauen, dass ich so schnell wie möglich an Mutantes rankomme. Das heißt, ich muss dann schauen, dass ich auf Kaktusgrün komme. Damit ich. Oh, das war der falsche. Der da ist es. Damit ich dann das Mutantes bauen kann, dass wir sozusagen die Bäume herziehen können. So. Dann heißt es nämlich, du gehst da raus. Und du gehst da rein. Kann ich dich ja mal schnell entführen, weil dann kann ich da nämlich meine Erde gleich hinmachen. Okay. So, und momentan brauche ich halt noch Wasser. Ja, aber ich habe hier meinen Weg. Alles klar. So, dann kann ich die auch gleich. Richtig machen. So, und dann heißt es jetzt drücken, dass wir die Decken hinmachen. Hier brauche ich den einzelnen. Jetzt habe ich hier meinen Weed. Aber bevor ich das benutze, so, dann kommt da noch einer hin. So, dann kann ich den da auch gleich nehmen. Dann kommt der nämlich dahin. Der geht nämlich auch hier weiter. Super. So, dann brauche ich natürlich noch ein paar Fackeln. Beziehungsweise die kommen dahin. Dahin. 1, 2, 1, 2, hopp. Dann brauchen wir die Mitte. Ah, noch nicht. Dann haben wir den auch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh. Dann gehen wir mal rein, weil es wird ja wieder dunkel. Muss man jetzt dann gleich mal gucken, was wir brauchen für Kaktusgrün, weil das kann ich dann nämlich gleich auf der zweiten Seite machen. Aber Gott sei Dank noch ein bisschen Wasser da. Versucht es ja auch gleich so zu machen. Kann ich machen, was ich will.
Es erholt sich wieder, aber ja, kein Ding. So, dann wollte ich jetzt einfach erst schon mal provisorisch. Stelle ich das mal so hin. Kommt hier mein Agricraft-Zeug rein, weil ich jetzt erstmal den ersten überprüfen will. Okay, ist dann doch eine 1-1-1, aber ist egal. Der läuft jetzt einmal rum und dann ist er so ein bisschen über die Hälfte. Dann läuft er wieder zurück. Und dann sind wir froh. Genau. So, weil ich muss jetzt dann ja sozusagen die ganzen Dinger auf 10, 10, 10 hochkriegen. So, dann haben wir jetzt dann hier die zweite Seite. Das machen wir jetzt natürlich auch so. So, das sind dann auch hier drei. Dann brauchen wir jetzt wieder die hier. Okay, so. Brauche jetzt natürlich mehr Steine. Weil, wie gesagt, die Seite ist jetzt eigentlich momentan wichtiger als die andere. So, dann machen wir es auch aus der. Hey, machen wir alle. Ich habe nur noch 8 Kohle, ne? Ja, habe ich. Dann mal wieder losdiegern. Wieder ein paar Bäume fällen. Da draußen. So, macht mal gleich nochmal ein. Schlimme ist ja eigentlich, dass mir momentan der Kabel schneller ausgeht, als ich gucken kann. So. Okay, so, dann habe ich jetzt dann hier den Weg. Den mache ich jetzt komplett so. Mit dem muss ich natürlich raushauen, weil es nicht anders geht. Da kommt jetzt dann der hin. So, der Kompostbin kommt dahin. So, und jetzt müssen wir schauen, was brauchen wir für Green? Green, Green, Green. Cactus Green. Da ist Cactus Green. Poppy Seeds und Sugarcane. Sugarcane haben wir, Poppy. Poppy brauche ich Pumpkin. Für Pumpkin brauche ich Potato und Carrots. Erstmal. Gott, das wächst ja total schnell. So, da kommen auch gleich noch die Fackeln hin. Dann müsste das Ding eigentlich auch so weit ausgeleuchtet sein. Okay, da. Die drei nehme ich jetzt nochmal für die Slabs, weil davon habe ich viel zu wenige. Da habe ich jetzt auch gleich 12. Ein bisschen Erde kann ich auch noch mitnehmen. Da kann ich nämlich gleich das zweite Feld laufen lassen. Nehme ich gleich einen ganzen Stack mit. Dann nehme ich auch nochmal zwei mit. So, meine Seeds waren da unten drin, ne? Genau. So, dann nehme ich jetzt mal die zwei Potatoes mit. Und Carrot mit. Sugarcane mit. Dann baue ich jetzt aus der Kiste ganz einfach nochmal 8 Stück, damit ich da mir eine Kiste baue. Die nehme ich auch mit. Okay. So. Geht nicht mehr, weil ich voll. Das heißt, da werden jetzt erstmal die Seeds dann auch schon mal geparkt.
Bevor ich die Kiste hinstelle. Die Kiste stelle ich jetzt hier hin. Da kann ich jetzt die ganzen Seeds nämlich reinklatschen. So. Potato, Potato. Das ist ein 1-1-1. Das ist eine 2-2-2. Sehr schön. So, dann hätte ich gesagt, bevor ich jetzt da drüben anfange, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Erde. Dadurch, dass ja auch bei uns jetzt Pam mit drin ist, ich brauche noch einen Eimer Wasser, wird das auf jeden Fall viel mehr genutzt. Und die Felder werden größer. So, du kommst da rein, aber bevor ich dich da reinschieße, da. Dankeschön. Kommst dahin. Habe ich jetzt noch zwei, dann mache ich dich komplett. Dann brauche ich noch mal die hier. Auch alles hier dicht. Dann haben wir hier noch den. Hier noch den. Hier. Da und da. Fackelt. Dass wir das auch alles haben. So. Und da merkt man jetzt, dass Pam drin ist. Die ist es nämlich die, wo dafür verantwortlich ist, dass da jetzt dann zweimal diese Sachen passieren. Also dass dieses komische Becken da entsteht. So, okay. Dann haben wir ja gesagt, das ist der Zweier. Dann lasse ich den nämlich jetzt auch loswachsen. Okay, dann haben wir jetzt ja den und den. Ich habe jetzt natürlich, was habe ich jetzt gesagt, Karotten. Und den da. Ich habe jetzt natürlich kein Bone Meal dabei. Warum sollte ich auch? Ich sollte natürlich dann auch gucken. Ja, genau, wir haben das letzte Mal nämlich vergessen. Ich habe zwar die da gemacht, aber mir nicht den Reward geholt. Was wir noch brauchen. Genau. Encoding the World. Das ist dieser komische Tisch. Of the Life of the World. Ist nämlich auch losgegangen. Ja. Wie gesagt, bei uns noch Pam dabei. Okay, aber ich habe es nicht ins Buch mit eingetragen, weil das wäre jetzt dann doch zu aufwendig. Pumpkin Villa, Barley Villa, Melon Villa. Und da wollen wir ja auch hin. So, das heißt, wir holen uns mal ein paar Bone Meals. Dass wir das da mal durchziehen. Jawohl, der wächst jetzt auch. Sehr schön. Können wir jetzt den mal ein bisschen laufen lassen. Ja, so, das heißt, in der Zeit brauche ich noch ein paar Steine. Weil ich Slabs brauche. Ich brauche am Anfang wie Weltmeister. Wie gesagt, irgendwann, wenn man einen Silk Touch hat, geht es dann wahnsinnig schnell.
mit dem Zeug und dann, ja. Das wird auch dann der Bereich dann sein, aber da sind wir noch ein ganz schönes Stück weg. Weil da müssen wir ja erst einmal, da brauchen wir ja Emeralds und Gold und ja. Mit Eisen wird schon mal besser, weil sobald wir Eisen haben, können wir Sprinkleranlagen bauen, Pumpen bauen. Ja, wobei brauche ich für die Pumpe Redstone? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So. Ich lege das ja schon mal halbwegs jetzt mit euch an, sozusagen. Das wird meine komplette Baufolge. Dann noch ein paar Steine mitnehmen. Ja, mich auch. Ja. Okay, mit Bone Meal sollte man vielleicht da nicht draufklicken. Das kann ich jetzt momentan rausnehmen. Das werde ich auch nicht aufheben, sondern das werde ich gleich in den Ding reinschmeißen. So, wir haben jetzt Potatoes. Die interessieren mich eigentlich gar nicht. Eigentlich. Ja, 1, 2, 2. Ne, die interessieren mich wirklich nicht. Die wachsen ja hier. So, dann machen wir jetzt nämlich erst einmal noch den hier dicht. Nur 13 Stück. Ach so, nee, ich habe ja, genau, ich habe den oberen Bereich schon wieder durchgezogen. Ich sollte mir mal noch ein Worktable mit rausnehmen. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit reinrennen. Ja, wobei, momentan macht es nichts aus, weil ich sowieso auch noch Steine brauche. Wie gesagt, Kohle geht mir auch jetzt demnächst aus. So, das Sweet ist momentan für mich nicht so wichtig, bin ich der Meinung. So, was ich auch noch brauche, ist auf jeden Fall Mandrake. Okay, da habe ich schon vier. Okay. Die letzten Steine. Habe ich noch ein Crafting Table? Schaut nicht so aus. Dann mache ich mir mal nur, aber diesmal nur ein. Dann kann ich dann nämlich hier auch ein paar Sachen craften. So. Habe ich bestimmt zu viele Steine verbraten. Aber wäre jetzt auch egal. Okay, das haben wir. Dann machen wir das. Weil ich brauche das hier, was ich hier habe. Brauche ich ja auch sozusagen hier, dass man auch, wenn ich mal nachts, weil es ist meistens so, dass ich nachts dann in dem Berg sozusagen drin bin oder in dem Hügelchen. Berge ist für mich eigentlich was anderes. Bin ich ja dann nachts sozusagen unterwegs. Ah, sehr schön. Und da kommt genau das, was wir brauchen. Ja, das heißt, den da haben wir. Da kann jetzt das da rein und der Karottenseed kann meiner Meinung nach auch rein. Ich kann sogar das jetzt reinschmeißen. So, dann haben wir einmal sogar das.
Pumpkin Seed. Können wir auch gleich ins Buch eintragen. Und mal da reinschmeißen. Die waren irgendwann wichtig für die Stromversorgung. So, wir haben auch gleich eine neue Quest und wir haben sogar was Gescheites zum Essen. Okay, dann brauche ich jetzt... Nein, ich bräuchte jetzt eigentlich wirklich Kaktusgrün. Kaktusgrün war... Brauche ich Sugarcane. Ein Pumpkin. Okay, das da. Ich. Und ich. Ah, okay. Ich habe meinen ersten Kompost. Weiß, soweit ich weiß, oder? Oder ist das gerade eine Illusion? Nein, ist keine. Man braucht Gartensoil. Sehr schön. Hammer. Das heißt, ich brauche jetzt mal schnell noch Sugarcane. Ja, den habe ich draußen, aber ich habe keinen Sand mitgenommen. Ich mache es zwar zum ersten Mal jetzt einfach, die Familie sozusagen durchzuprügeln. Aber ich brauche halt das Zeug, dass wir an Bäume endlich rankommen, weil dann kann ich auch normale Kohle herstellen. Und sobald wir normale Kohle haben, wird es halt viel, viel leichter, finde ich. So, du kommst du mal da drauf. Das heißt, umdrehen bitte. Ich brauche die Sugarcanes. Nochmal Bone Meal. Ich kann gleich nochmal reinrennen. Weil für Kaktus braucht man auch Sand. Hätte der kleine Drag ja vorher dran denken können. Dann hätte er gleich beide mitgenommen. So. Aber wie gesagt, ne, ich habe jetzt ja dann sozusagen 4 Züchtungsfelder. Da kommt das dann da nochmal hin. Da habe ich 8. Das müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Okay. So. Dann hätte ich schon. Hätte ich jetzt schon mal 2, dann hätte ich gesagt, da könnte ich da jetzt eigentlich. Mache ich da gleich einen Eingang hin? Nein, ich werde 3 machen. Weil ich dann doch etwas mehr brauche. Gleich einen ganzen Stack. So, 3, 4, 5, 6, 7. Alles klar. Haben wir den. Mal den. Genau. Pumpkin Pie Umschüssel. Das wäre witzig. Okay. Ja, dann haben wir das. Dann natürlich hier auch noch, wie gesagt, Fackeln rein. Und sobald ich natürlich diese Erde habe, ne, und das überall hier hinsetze, kann ich mir natürlich dann die Wasserquelle schenken. So, aber hier schaut schon mal nach Poppy aus. Okay, dann kommst du jetzt dann dahin. Dann schmeiße ich dich mal weg. Dann kommst du dahin. Du kommst dahin. Dahin. Und ich brauche Schmarri.
Kommt's dahin? Da kommt der Double drauf. Und du kommst dahin. Da kommt der Single drauf. Genau. So, dann heißt es jetzt auswachsen, auswachsen, offen. Weil ich momentan keine Stängel mehr da habe. Okay. Ja, was habe ich gerade gesagt? Offen, weil ich keine Stängel mehr habe. Ja, was kommt raus? Sugarcane. So, das heißt, ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch mal ein Stack von denen da mopsen. Dass wir da weiterkommen. So, ich darf natürlich immer nur... Dauert es lang hier. Die Kartoffel kann ich nämlich auch reinschmeißen. So, Sugarcane darf ich nicht reinschmeißen. Ganz einfach, weil ich nur momentan zwar nur hinten eine habe, aber es kann immer was passieren. Man sollte immer noch eine zweite aufheben. Von den anderen habe ich ja, glaube ich, auch noch ein paar. Weil sonst schaue ich nämlich ganz alt aus. Wobei ich glaube, ich könnte die auch züchten. Ich glaube, ich kann ne... Warte. Muss mal schnell nachschauen. Sugarcane. Genau. Belladonna kann ich dir Karotten machen. Dann, wenn ich die Karotte habe, kann ich Kartoffeln machen. Genau. Die zwei braucht man. Okay. So, wir hoffen, dass wir schnell jetzt noch den Kaktus grün kriegen. Ja, so wird immer überzogen. Wenn man hofft, dass man noch was kriegt. Okay. Ja, aber wie gesagt, wenn ich Kaktusgrün habe, weil dann kann ich nämlich hingehen und sagen, okay, ich kann das auch noch hochzüchten. So, hier schaut es ja dann ganz anders aus. Es kommt dann auf jeden Fall auch das da dahin. Ach so, nee, weil ich habe ja gesagt, nee, ich rede schon wieder. Doch, der ist falsch gewesen. Weil da kommt jetzt dann der... Ach so, nee, Schmarty, wir sind freilich. Ich drehe schon durch hier. Doch, richtig. So, das heißt... Du ziehst hier entlang. Dann wird er das da. Der da. Versuche immer ein bisschen Auge drauf zu haben, dass er da auch mal einen Kaktus draus macht. So, dann habe ich schon gesehen, dass das hier... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dass das falsch ist. Der muss dahin. Gehen wir auch nochmal. Habe ich bestimmt einen Fail drin? Da kann dann bestimmt nochmal was hin. Er war doch dazwischen, ne? Oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Wird man sehen.
Mir kommt der hier schon wieder zu dünn vor. Ja, ich glaube, der muss weiter rüber, weil der, ja, das hier ist falsch. Genau, weil ich den hier nämlich vergessen habe. Das war nämlich der hier. Dann wird der nämlich ein bisschen dünner, der andere ein bisschen dicker. Gott, ich merke gerade, dass ich mit Flint noch rumeier. Ich hätte ein bisschen Redstone gerne, damit ich meine Picke schneller machen kann. So, und dann kommst du nämlich hier hin. Dann stimmt's nämlich. Genau. Wie viel bist jetzt du? Muss ich nur noch mal schauen. So, 2, 4, 6, 7. Genau. Genau. So, so und nicht anders. Dann passt der nämlich. Also auf jeden Fall schon mal in der Richtung. Sonst muss ich mir da was einfallen lassen. Ich glaube nämlich, ich habe den einen weiter hinter gemacht. Weil der hier, glaube ich, falsch ist. Aber das lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Na? Das will er wohl nicht. Ganz toll. Danke. Danke, Spiel. Ja, dann kann ich jetzt noch kurz das hier anzeichnen. So, weil hier habe ich ja jetzt dann meinen Weg. So, genau. Dann gib mir mal da zwei davon. Machen wir das nämlich hier fertig. Habe ich jetzt hier meinen Weg. Dann habe ich jetzt dann hier. Und dann geht es nämlich hier los. Hallo, danke. Dann kann ich den nämlich auch aufbauen. So, dann stimmt es nämlich auch hier in die Richtung. Dann haben wir hier das da. So, und dann brauche ich natürlich 1, 2, 3, 4, 5 und 2, 3, 4, 5. Ja, dann geht das nämlich jetzt dann hier zu. Gott, schon wieder ein Stack weg. Das ist der Grund, dass ich sage, ich brauche so viel Stein. Ja, das heißt, jetzt habe ich hier dann 2, 4, 5, 5 mal 5. Dann habe ich dann hier sozusagen meinen Weg nach innen. Dann geht das jetzt schon mal hier los. Dann ist selbe auch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt. Gehst du da runter. Du gehst da auch runter. Auch 2, 4, 5, 2, 4, 5. Jawohl. Gehst du rein. Dann haben wir wieder dasselbe, weil dann haben wir wieder unseren Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Diese Seite hier wird für die Magical Crops, die andere Seite wird für die. Bin gerade beim Überlegen, ob ich es hier nicht drehe. Nee, ist egal. Ja, weil das Problem ist halt, da hinten ist das Meer. Wenn ich halt sage, ich mache jetzt dann, sagen wir mal, zwei solche großen Doppelteile. Ja, du hast jetzt dann hier einen. Ja, ich habe meinen Kaktus. Kleiner grüner Kaktus. Eins.
Genau. Dann, das werde ich erklären, bevor ich wegrenne. Ja, das ist jetzt sozusagen dann die Nummer uno. Wahnsinn. Noch ein Stack. Und ich baue ja die immer sozusagen, genau wie es jetzt auch hier ist, in vier Rennen zusammen. Also das heißt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Felder. Meistens habe ich immer doppelt, bis auf zum Beispiel Kohle oder die Essenzen, die wo ich halt dann wirklich oft brauche. Die habe ich dann öfters dort stehen. Ja, Essenzen kann passieren, dass ich dann sage, okay, ich mache gleich vier. Ja, und dann kommt jetzt dann sozusagen hier einfach nur noch eine Wand rein. Kann es ja mal hier andeuten. Ja, das stimmt. Und dann geht es jetzt dann gleich ja hier weiter mit den nächsten. 2, 4, 5. Ja, und dann schaut es auch genau so aus wie das. Nochmal da. Nochmal da, nochmal da. Dann habe ich so einen Vierer-Bereich. Und dann kann ich auch dann irgendwann sozusagen, weil ja dann hier auch Mut zur Lücke ist, ne? Da kommen dann hier auch dann zum Beispiel, ja, weil hier treffen sie sich nämlich alle vier. Ja, da ist dann hier eine. Und da kommt dann irgendwann mal das Wasser hoch, der, wo die Sprinkleranlagen bedient von diesen Teilen. Oh, und wir wollen ja unbedingt noch Salismundus machen. Hoffe, dass ich alle Inkredenzien habe. Also ich brauche zweimal Mandrake, ich brauche zweimal Cactus Green, ich brauche, soweit ich weiß, Wood Ash. So, und jetzt muss ich ins Buch gucken. Sozusagen. Mutantis heißt das Ding. Bone Meal brauche ich noch. Okay. Also, es das heißt Bone Meal. Dann kommt in die Ecken Wood Ash. Dann war das, glaube ich, so. Das war so. Genau. Und wir haben Mutantis. Sehr schön. Jetzt ziehen wir gleich die restlichen zwei Mutantis hier raus. Schlaf mal noch schnell eine Nacht. Problem ist eigentlich mittlerweile momentan dann halt, ich habe halt nur so und so viel Bone Meal. Das ich halt nur verwenden kann. So. Das heißt, ich brauche hier nämlich auch zwei. Habe ich dann nämlich mal ein Rezept komplett drin. Das kann ich dann drin lassen. Und dann werde ich nämlich bis zum nächsten Mal einiges an Mutantes vorbereiten. So, und wir ziehen drei raus. Haben die Quest auch gleich abgeschlossen. Ziehe mir natürlich Mutantis, weil habt ihr gesehen, ein bisschen auffällig, bisschen mehr zu machen. So, das heißt, ich werde dann, das sind ja die Bereiche für die Bäume, die werde ich dann jetzt dann alles soweit vorbereiten, dass das hier halt weitergeht. Dann können wir nämlich ein bisschen Mutantis ansetzen, dass wir eben eventuell unsere Bäume kriegen. Die werden ja erstmal hier wohnen müssen. Genau. Und dann können wir beim nächsten Mal damit weitermachen. Ja, dann sind wir schon am Ende der Folge. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, um dem Algorithmus zu sagen, ja, zeigt mehr von ihm. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.